Meine Tätigkeit besteht eigentlich darin, dass ich das, was Künstlerinnen und Künstler machen, probiere zu übersetzen, so dass das Publikum das nachvollziehen kann, was der Künstler macht. Die schönen Momente sind natürlich auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Also sei es jetzt eben mit den Kunstschaffenden oder dem Publikum. Weil dort entwickelt sich etwas, auch Gespräch, und wo bereichend ist. Oder? Und dann hat man ganz, ganz viele einsame Stunden, wo man daheim ist und sich Konzepte überlegt. Oder eben, wenn man jetzt so eine Wand anschaut, da habe ich dann alle die so klein ausgeschnitten und auf den Teppich gelegt. Und dann ist natürlich ein sehr schöner Moment, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht's. Und jetzt entspricht der Art, wie die beiden Fotografen, vor allem der Franz Glor, auch selber es hätten gerne gesehen, wenn es so ist. Die Begeisterung für das, was Kunstschaffende machen, können andere Menschen zu vermitteln, damit die Freude, die ich empfinden kann, und das Wissen und die Neugier und das, was ich daraus herausziehe. Also die Beschäftigung mit Kunst, Literatur, Musik, das ist einfach, das macht einem einfach glücklich.